Kapitel 5. Der Mann in den Flammen. Am Fluss sind mindestens 200 von ihnen. Wieder Ritter? Welche Farbe haben ihre Mäntel? Es sind keine Ritter, Philipp. Sie sagen, sie können nicht zahlen. Das macht nichts, Bruder Paul. Ich habe Ihnen gesagt, dass hier Zoll anfällt auf der Brücke. Wer ist euer Anführer? Wer kann für euch sprechen? Niemand spricht für uns, Vater. Wir wurden aus allen Dörfern verjagt. Es sind Outlaws. Wir sind keine Outlaws. Wir kommen aus Earl's Castle. Man hat unsere Männer getötet. Mein Kind! Sie haben mein Kind getötet! Bei Gott! Wir haben nichts zu essen für euch. Wir haben kaum genug für uns selbst. Und damit hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Ei, das ist kein schönes Bild, was wir hier direkt am Anfang der Folge haben. Wir haben nicht genug zu essen für sie oder wir werden sie aufnehmen. Ganz ehrlich, wenn die Kirche für irgendwas gut ist, dann bitte dafür, armen Menschen zu helfen, die nichts mehr haben. Also wir werden sie definitiv aufnehmen. Wir werden sie aufnehmen. Philipp, wir haben nicht genug Platz. Wir werden euch alle aufnehmen. Euch alle. Ich wünschte, wir hätten mehr für sie. Mehr? Wir haben fast alles weggegeben, was wir haben. Was werden diese armen Leute morgen essen? Bevor sie hierher kamen, hatten sie zu essen. Sie haben gearbeitet. Gewiss können sie das wieder tun. Es kommt noch mehr. Die Kunde verbreitet sich. Was sollen wir jetzt tun, Philipp? Gebt mir den Rest des Brotes. Aber... Hier, Philipp. Das letzte Brot, das wir haben... Dann helft dabei, die leeren Häuser zu säubern. Und kümmert euch um die Verletzten. Ihr habt unseren Prior gehört, Brüder. Hungrige Frauen und Kinder. Tja, ich weiß gar nicht, wann war das? Das hier ist 1136? Hunderte Jahre ist dieses Szenario her, was jetzt nicht so derart stattgefunden hat. Natürlich, das ist ja keine geschichtliche Dokumentation. Aber irgendwo, irgendwann, irgendwie hat sowas in der Art mal stattgefunden. Und Geschichte wiederholt sich eben nur mal. Das Thema ist hier genauso aktuell, wie es heute auch ist. Diese Diskussionen, können wir so viele aufnehmen? Es kommen immer mehr. Und sie werden uns die Haare vom Kopf fressen und dann werden sie uns alle umbringen und bla 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 bla. Aber es ist halt eben nun mal so, ich meine, kann man die Menschen dann einfach weiterschicken mit dem Gewissen oder mit der Gewissheit, man schickt sie in den Tod, wenn man sie nicht aufnimmt. Weil, ich meine, man kann ja zusammenhalten, wie er schon sagt, sie können ja wieder arbeiten, man kann ja zusammen was tun, um nicht zu verhungern. Ich meine, es bringt dir ja nichts, noch 20 Jahre weiterzuleben mit deinem Brot und was zu essen zu haben, wenn du aber einfach scheiße lebst. Weißt du, wie ich meine? Also definitiv ist es, stehe ich absolut hinter dieser Entscheidung, die Kinder und also die Frauen, Kinder und grundsätzlich die Flüchtlinge hier aufzunehmen. Ist nur die Frage, Gruppe von Flüchtlingen, verletzte Menschen, wem wir jetzt das Essen geben. Dies ist mein Werk, ich habe das alles angerichtet. Ich war's. Ja, weil du ihm den Brief gegeben hast, irgendwie wäre er mit Sicherheit zu dir gekommen oder zu ihm gekommen. Es waren die Hermleys. Ihr scheußlicher Sohn wollte unsere junge Lady heiraten. Wenn es auf dieser Welt Gerechtigkeit gibt, wird der König sie bestrafen. Oh. Etwas Brot für euch. Nur ein Laib Brot für uns alle? In Wigley hat man uns angespuckt. Und jetzt beschwerst du dich, wenn dieser Mönch uns Essen gibt? Aber ich... Danke, Vater.
Kinder ohne Eltern. Das ist auch wieder dieses Thema. Manche sind dann vielleicht ein bisschen undankbar, was aber auch nur so rüberkommt, weil sie einfach verzweifelt sind, Furchtbares hinter sich haben und dann auch irgendwann einfach verbittert sind, weil es nicht anders geht oder weil sie so überlebt haben. Die Kinder sind ganz allein. Nicht eines von ihnen weint. Ja, wenn sie nicht mal mehr weinen können. Kinder, hier ist was zu essen. Bitte, nehmt es. Ihr müsst essen. Hier, ich lege es hier hin. Esst, wenn ihr hungrig seid. Wir haben jetzt noch ein Laibbrot und wir haben eine Gruppe von Flüchtlingen, hungrige Frauen und Kinder und Flüchtlinge an der Mühle. Graf Bartholomäus war ein guter Mensch, wie sie ihn erniedrigt haben. Vor seinen Kindern. Wie schrecklich. Er wird kommen und uns helfen. Nein, Mary, sie werden ihn hängen. Aber warum? Weil Menschen einfach manchmal böse sind. Womit haben wir das verdient? Warum hat Gott uns verlassen? Er hat euch nicht verlassen. Aber unsere Kinder sind krank. Unsere Männer sind tot. Danke, Vater, für eure Güte. Ich weiß, ihr könnt nicht mehr für uns tun. Um Gottes Willen, ich werde es den hungrigen Frauen und Kindern geben, aber gut fühle ich mich damit nicht. Hier ist Brot für deine Kinder. Das ist nicht genug. Er hat mehr Brot, ich habe es gesehen. Bitte, unsere Kinder hungern. Gebt uns Brot für unsere Kinder. Bitte, gebt den Leuten dort etwas. Wir haben Warum nicht. Ist das geschehen? Womit haben Unsere wir das Kinder verdient? Werden in dieser Kälte Haar erfrieren. Haar. Bitte, lasst uns bleiben. Wir können arbeiten. Philipps Notizen zu den Flüchtlingen. Januar 1136. Ich saß bei den Flüchtlingen, die in unserer Priorei einen Unterschlupf gesucht haben. Sie tranken, lachten und haben mir furchterregende Geschichten erzählt. Aus politischer Sicht war die Eroberung von Earl Castle ein strategischer Zug, um König Stefan zu unterstützen. Aber für diese Männer und Frauen und Kinder war es eine große Tragödie. Sie haben mir von William Hamley und drei weiteren Reitern erzählt, die eine Armee von Rittern angeführt haben. Sie zertrampelten jene, die am Boden lagen, setzten ihre Häuser in Flammen und triezten sie mit dem Befehl, sie sollen noch lauter schreien. Die Bürger flüchteten, ohne Hab und Gut oder einem Ziel im Blick. Allein darüber zu hören, ließ mich erschaudern. Hätten wir uns nicht eingemischt, wäre all dies nicht passiert. Das kannst du nicht wissen. Philipp, wir haben nicht mehr genug Platz. Habt ihr getan, was ich euch gesagt habe? Wir haben die Häuser gesäubert und Feuer gemacht. Alle Häuser sind belegt. Unsere Brüder behandeln die Kranken und Verletzten. Es gibt noch Platz im Gästehaus und im Dormitorium. Morgen werden wir die Kathedrale öffnen. Wir brauchen jeden Raum, den wir kriegen können. Prior Philipp? Ja? Ich heiße Tom und bin Baumeister. Ich würde gern euer Nordwestturm wieder aufbauen. Lieber Gott, Sie sehen wirklich übel aus. Sie haben sicher seit Tagen nichts gegessen. Es kommen immer mehr von denen. Ich habe an der Kathedrale in Salisbury gearbeitet. Mein letzter Dienstherr war der Graf von Shiring selbst. Ich bin ein guter Handwerker. Wenn euer Turm einstürzt, könnte er Teile des Hauptschiffs zerstören. Stellt mich ein und ich baue ihn wieder auf. Flüchtlingen helfen ist wichtiger. Reparaturen sind zu teuer. Sind leider zu teuer. Ich wünschte, ich könnte euch einstellen. Die Reparaturen wären teuer und wir haben kein Geld. Dieses Kind. Ihr zieht ein Kind auf? Mein Bruder hat den kleinen Jonathan im Wald gefunden und ihn hergebracht. Der arme Junge wäre erfroren. Aber Gott war gnädig und er wurde gefunden. Jonathan. Es tut mir leid, aber alles, was ich euch bieten kann, ist ein Platz zum Schlafen. Ich nehme euer Angebot an, aber ich würde mir die Herberge bei euch lieber verdienen. Wir sind nicht gekommen, um zu betteln. Dann bitte Gott darum. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Falls ihr wisst, was das ist.
Oh, Arschloch. Weißt du noch, was ich über die Güte von Mönchen gesagt habe? Bitte Gott. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Ich werde beten. Ich bete, dass ein Blitz die Kirche trifft und sie niederbrennt. Ich frage mich, ob sie sich meinetwegen geweigert haben, dir Arbeit zu geben. Können wir nicht heimgehen? Kennen die dich? Warum kann Tom die Kirche nicht reparieren? Kennen die dich? Ich habe mal hier in der Nähe gelebt. Es wäre möglich, dass sie sich an mich erinnern. Warum kann Tom die Kirche nicht reparieren? Warum können wir nicht heimgehen? Können wir nicht heimgehen, Mama? Nein, das können wir nicht mehr. Wir haben alle unsere Vorräte auf der Reise aufgebraucht. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Und jetzt werden wir zu unserer Entscheidung stehen. Kann ich mich etwas umsehen? Ja, aber geh nicht so weit weg und nimm dich in Acht vor den Mönchen. Wo ist denn der andere Junge? Ich hab dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind? Hast du vergessen, dass du einen Bruder hast? Aber sie geben aufeinander Acht. Du meinst, er wird als Mönch aufwachsen? Ja. Ja. Es gibt wohl Schlimmeres, als in Gottes Nähe aufzuwachsen. Jonathan. Sie haben ihn Jonathan genannt. Das Geschenk Gottes. Jonathan? Wenn ich ihn nur im Arm halten könnte. Ich weiß, wie du dich fühlst. Doch du musst vorsichtig sein, Tom. Die dürfen nie erfahren, dass du sein Vater bist. Tom? Schon gut, wenn doch diese verfluchte Kathedrale einfach einstürzen würde. Warum denn? Nur weil sie dir nicht... Ach, ja gut, er ist sauer, ne? Er ist sauer und deswegen will die Wut irgendwohin entladen. Das ist nur menschlich. Allerdings, dass die Kathedrale einstürzt, bringt dir auch nicht wahnsinnig viel. Dann haben wir trotzdem kein Geld, um dich einzustellen und sie zu reparieren. Und, Es ist so bitter, es ist so unglaublich bitter. Man kann so unglaublich viel tun, um Schlechtes in der Welt zu verbreiten. Es ist so unglaublich einfach, aber um Gutes zu tun und dann ist es nie genug. Die Menschen, die am Ende sind und die am Boden sind, die können es nicht mehr sehen, einfach weil sie so viel Schmerz schon ertragen mussten, dass sie keinen Blick mehr für das Gute haben und deswegen reagieren die meisten so und das ist nicht mal böse gemeint, sondern... Es sind die, die vom Schicksal halt einfach gezeichnet worden sind. Die sind halt... Sagen wir mal so, wir Menschen sind nun mal die Summe unserer Erfahrungen. Und wenn die Erfahrungen so unglaublich furchtbar sind, dann kann man die kleinen guten Dinge, die dir passieren, einfach nicht mehr sehen, weil sie das Schlechte nicht mehr aufwiegeln. Das ist unglaublich traurig. Und leider auch nur menschlich. Deswegen reagieren die so. Wie gesagt... Passt zur aktuellen politischen Diskussion. Wird in 300 Jahren bestimmt auch noch zur aktuellen politischen Diskussion passen. Passt irgendwie immer. Traurig, aber wahr. Er sieht so zerbrechlich aus, wie eine Pusteblume. Besser, ich fasse ihn nicht an. Ich bin kein Geist, kleiner Rotschopf. Auch wenn ich schon mit einem Fuß im Grab stehe. Wenn du zuerst stirbst, begrab ich dich. Ich bin nämlich der Totengräber hier. Ich werde dir ein schönes Grab schaufeln. Du wirst es mögen, aber du musst mir auch eins schaufeln. Wenn meine Zeit gekommen ist, einverstanden? Klar, warum nicht? Das ist gut. Gut, du darfst keine Angst vor dem Tod haben. Er ist nicht das Ende. Danach kommt noch etwas. Das ist das Geheimnis. Darum geht es bei all dem hier. Verstehst du? Ich bin mir nicht sicher. Also ich verstehe, was du meinst, ob ich deine Gedanken so teilen kann. Oh, wer weiß. Ändert sich auch täglich. Ein Pony. Ritter reiten Pferde. Mönche reiten Ponys, hat Martha mir gesagt. Ach, da hinten ist das Pony. Ich dachte gerade, man kann hier, weil ich die ganze Zeit auf ihm hier bin und er sagt immer Pony, aber naja.
Ich frage mich trotzdem, wo ist denn der Zweit- oder der Erstgeborene von Tom und seiner Frau? Sie sitzen bloß da, sehen nach Martha. Warum sind sie so besorgt? Mama? Jetzt nicht, Jack. Ich habe dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind? Es stinkt nach totem Fisch und nach Rüben und Zwiebeln. Irgendjemand flüstert da drin. Na, dann gehen wir mal gucken, ha? Ja. Es gibt wohl Schlimmeres, als ja? Oh. Aufzuwachsen. Hallo. Wer ist das? Der Junge vom Steinmetz. Jonathan. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Jonathan? Komm morgen wieder, ja? Ich weiß, wie du dich fühlst. Doch du musst vorsichtig sein, Tom. Die dürfen nie erfahren, dass du sein Vater bist. Das habe ich nicht verstanden, was die da hinten gesagt hat, weil die hier immer noch am Labern sind. Diese verfluchte Kathedrale einfach einstürzen. Ja, das hast du schon gesagt. Alle Mönche sind da reingegangen. Sogar diese eine wichtige. Das muss ihre Höhle sein. Oh, der ist so süß manchmal. Zugesperrt. Naja, vielleicht kommen wir ja über den Haupt... über das Hauptportal hinein. Die sind ja da zum Kreuzgang gegangen. So richtig die Höhle ist es nicht. Okay, das Hauptportal ist auch abgeschlossen. Dann gehen wir mal um die Kathedrale drumherum. Hier haben wir Mönche. Da haben wir jemanden. Haus des Priors. Das ist ein besonderes Haus. Wie eine kleine Schwester der Kathedrale. Ich hoffe, Martha geht es bald besser. Wie süß, eine kleine Schwester der Kathedrale ist auch eine putzige Ansicht. Abgeschlossen. Ob der hier lebt? Warum ist der dann so ängstlich? Quatschen wir doch einfach mal mit denen. Wer bist du? Ah, du bist einer von den Flüchtlingen aus Earls Castle, was? Nein, ich komme aus dem Wald. Nee, das sagen wir dem mal nicht. Wir sagen ja. Hast du gesehen, wie sie Menschen getötet haben? Das könnte ich bestimmt nicht ertragen. Wir Mönche töten keine Menschen. Eigentlich sollten Menschen keine Menschen töten, egal ob Mönch oder König. Aber leider begreifen sie das nicht. Vielleicht war es Bruder Markus. Vielleicht stiehlt er wieder Essen. Nein, nach der Prügel, die er bezogen hat, wird er nie mehr zurückkommen. Was, wenn es wirklich Prior James ist? James ist tot. Er liegt noch im Fluss. Wir konnten ihn nicht begraben. Könnte das sein, dass er das ist? Dass er Philipp was meint, Prior James hätte keinen Selbstmord begangen. Also kann er es doch nicht gewesen sein. Aber ich habe was gesehen. Ganz sicher. Es gibt Dinge tief in den Wäldern, in den Bächen, den Felsen. Viele Bauern bringen ihnen Opfer dar. Das ist nicht gut. Das müssen Dämonen sein. Ein Engel würde sich nicht im Wald verstecken. Ah, ein ganz kleines bisschen teile ich ja die Ansicht seiner Mutter bezüglich den Geistigen, gerade zu dieser Zeit. Denn eigentlich haben die meisten doch auch nur versucht, so ein bisschen ihr Goldsäckchen voll zu machen. Andererseits muss man natürlich sagen, es sind ja auch nur Menschen, ne? Auch einige davon werden gute Absichten gehabt haben, warum sie sich zu diesem Glauben gewandt haben. Und haben bestimmt auch danach gelebt, aber wer weiß, ist die Tugend, den einen vom anderen zu unterscheiden. Kommen wir hier zu dem Kreuzgang rein? Oh, es scheint so. Ich werde meine Meinung in dieser Sache nicht ändern. Wir werden Ihnen helfen. Ihnen allen. Remigius, willst du wirklich diese Menschen dem Tod anheimgeben? Wir sollten uns von der Welt fernhalten, Vater. Gott soll das entscheiden. Ach. Nicht wir. Wir werden Ihnen helfen. Es ist unsere Pflicht. Und denk dran, ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder deinen Zorn an unseren Novizen auslässt. Okay, netter Mönch, da ist er. Er sieht müde aus. Läuft er auch weg? Das ist der gemeine Mönch. Der sieht streng aus. Mag mich nicht. Mag auch Mama nicht. Der mag, glaube ich, niemanden. Das ist das Problem. Außer jemanden, der ihm Gold gibt. Hey, was machst du hier? Ah, schade. Remigius hat recht. Das hier ist kein Ort für Kinder. Jetzt erinnere ich mich an sie.
Was? Wovon sprichst du? Oh nein. Diese Frau. Sie kam mit dem Baumeister. Ja? Sie ist kein Flüchtling. Was meinst du? Sie ist ein Outlaw. Sie war früher schon mal hier. Prior James hat mich vor ihr gewarnt. Sie ist nicht aus Earl's Castle. Sie kommt aus dem Wald. Aber ihr Mann? Ich bezweifle, dass sie verheiratet sind. Junger Mann, bist du nicht der Sohn des Baumeisters? Wie ist dein Name? Jack Jackson oder Jack Bilder. Es wäre schlauer zu lügen, aber irgendwie, ich vertraue ihm. Ah, ich mag nicht lügen. Jack Jackson. Der Sohn von Jack? Nun denn, dann darfst du jetzt gehen. Er ist nicht sein Sohn. Ich wusste es. Er ist ihr Sohn. Und der von einem Jack. Wisst ihr, was sie sind? Unzüchtige, das sind sie. Unverheiratet. Diese Frau sollte aus Kingsbridge verbannt werden. Oh mein Gott. Das war mir nicht bewusst. Nein. Ich werde darüber nachdenken. Nein, ich hab dir vertraut. Tu das nicht. Oh Gott, bitte lass mir nicht zeigen, dass es... Führt sie zu Mama? Bin nicht sicher. Verwirrend hier. Bitte lass mich nicht bereuen, die Wahrheit gesagt zu haben. Es wäre nicht richtig. Oh, jetzt kann ich doch reingehen. Ach nee, anscheinend gehe ich einfach zurück. Ich wünschte, jemand würde die Kathedrale einreißen. Dann könnten wir sie ganz neu bauen. Dazu wäre ein Wunder nötig und davon verstehe ich nichts. Ich bin so müde. Komm, ich sing dir ein Schlaflied. Das hier mag Jack auch am liebsten. A lock caught in the hunter's net sang sweeter then than ever, as if the falling melody might wing and net dissever. At dusk the hunter took his prey, the lark his freedom never. All birds and men are sure to die, but songs may live forever. Ach Mann, oh je. Wasserbecken, Kerze, viele, viele Kerzen, aber nicht genug, um alles zu erleuchten. Der Raum ist so groß. Kann ich nur die ganzen Kerzen hier angucken? Ja, scheint so. Was ist denn hier? Ein Grab? Ein Schlüssel? Ein Stuhl? Es ist aus Stein. Da ist Wasser drin. Wofür? Wieso ist da eine Schüssel an der Wand? Trinken da Leute draus? Das ist so unglaublich putzig. Aber er hat ja recht. Das ist auch so eine sehr seltsame Gestik in diesem Glauben. Naja. Mehr Steinplatten. Seltsam. Mehr Steinplatten. Ein Schlüssel. Eine Schüssel. Essen Sie hier? Ich habe die Schüssel einfach geklaut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finden soll. Prior James. Da steht Prior James. Achso, ich dachte, ich könnte... Da steht Prior James. Ich dachte, die wären jetzt alle, also hätten alle verschiedene... Eine Kerze? Wer hat sie hier gelassen? Es ist niemand da. Kann ich die auch mitnehmen? Zack! Brennende Kerze in die Hosentasche gepackt. Wird bestimmt schön warm. Um den Hintern rum. Ein Stuhl, aber kein Tisch. Essen sie vielleicht vom Boden? Schön, wenn manche Sachen mit der Naivität eines Kindes betrachtet werden. Wie dumm es doch ist, so einen Thron hier aufzubauen. Recht hat er. Oh, jetzt können wir mal da hoch. Ich glaube, da waren wir doch noch gar nicht, ne?
Nee. Mit dem Philipp konnten wir da ja nicht hin. Ach so, wir können ja anscheinend nicht viel... Ach so, ja gut, wir können hier lang laufen, aber es gibt hier keine... Können wir einfach hier weitergehen? Ja. Ein Nest. Ein altes Vogelnest. Aus Zweigen, Strick und Holzspänen. Kann ich das mitnehmen? Sehr, sehr trocken. Oh, oh. Sehr, sehr trocken. Ach, Tom Bilder wollte doch, dass die Kathedrale ab einem Blitz von der Kathedrale getroffen wird. Es ist zu hoch, aber da unten ist noch ein Dach. Geh mal gucken. Kann man da nichts machen? Nee, kann man nicht. Gibt es hier sonst... Hier gibt es noch was. Einkerbung. Jemand hat hier etwas hereingeschnitzt. Wie ich das in der Höhle gemacht habe. Inschrift. Ne, die gucken wir uns mal an. Inschrift auf dem Dachboden der Kingsbridge. Was? Lateinisch et Lateinisch, Lateinisch, Lateinisch 1066 bis 1077. Lateinisch, Lateinisch, Lateinisch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich versuche auch nicht, das vorzulesen. Das klingt furchtbar, wenn ich versuche, Lateinisch zu lesen. Von daher... Wer will, ich habe jetzt in eine Runde reingequatscht. Ihr könnt ja auch Pause machen dann und kann es übersetzen. Ob ich damit irgendwas anfangen kann, keine Ahnung. Sollen wir das machen? Nee. Ich gehe erstmal zu Tom zurück und dann gucke ich mal, was die sagen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich... Ich weiß nicht, ob ich die Kathedrale abfackeln will, weil... ja... Andererseits vielleicht, um unsere Mutter zu schützen. Wir gehen erstmal zu ihr. Können wir dahin? In den Garten? Ebener Boden, aber ganz weich. Was pflanzen die hier an? Ein kleiner Wald in einer Burg. Kannst du da irgendwas machen? Wie Mamas Garten zu Hause. Süß. Damit kennt er sich ja aus. Okay, dann gehen wir hier nochmal rum und wir sprechen nochmal mit unserer Familie. Geh mal hin. Nicht? Sag mir nicht, du hast denen jetzt nichts zu sagen. Er will nicht mit ihnen sprechen. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch da oben irgendwas zu machen. Vielleicht muss ich ja auch einfach nur ein bisschen Stroh klauen und in die Schüssel packen, damit ein kleines Feuerchen machen, damit Martha es schön warm hat. Das kann ja auch sein. Ich probiere erstmal die Schüssel mit dem Stroh. Ich behalte sie lieber. Okay. Nein. Tu es für Tom, tu es für Mama oder tu es nicht. Oh Leute, ich will es eigentlich nicht machen. Aber ich habe wirklich, wirklich Angst. Ich überlege gerade, welche Möglichkeiten jetzt hier bestehen, ne? Wenn wir es für Mama tun, ich überlege gerade, ob wir es tun müssen, damit die keine Zeit haben, unsere Mutter zu untersuchen quasi. Und, also untersuchen, komisches Wort, aber... Oder damit sie keine Zeit haben, sich über unsere Mutter groß Gedanken zu machen und wir dann vielleicht einfach in Ruhe gelassen werden. Andererseits kann es auch genauso gut sein, dass wenn wir es tun, er vielleicht anfängt, unsere Mutter zu beschuldigen als Hexe und Feuer und hier und da und wir damit quasi unsere Mutter nur mehr reinreiten. Ich will es nicht tun. Ich denke nicht, dass es gut ist. Nein! Oh nein. Oh nein. Kannst du das mit der Schüssel? Wasser. Ich brauche Wasser. Okay. Okay.
Okay. Okay, ich muss mich beeilen. Eigentlich wollte ich die Folge beenden, aber... geh mal bitte ganz schnell zu dem Becken mit Wasser. Junge, kannst du nicht bitte ein bisschen schneller laufen? Wo ist denn das... Nee, nicht zum... Wo ist denn das Becken mit Wasser? Hier. Okay, wir haben das Becken mit Wasser. Und ihr Lieben, ich würde sagen, auch wenn es gemein ist, wir schauen, ob wir das Feuer löschen können in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Wie immer, eine super schöne Zeit. Macht's gut und tschüss.